Ja, hallo Leute, grüß Gott, alles am Beieinander. Herzlich willkommen auf meinem Kanal No Coffee, No Worky. Exzellent, dieser Kaffee. Ich möchte mal auf meinen Clip von gestern eingehen. Der letzte Kommentar oder einer der letzten Kommentare war folgender: Thomas, das, was du da sagst, das klingt ein bisschen nach rechts. Das klingt ein bisschen nach rechts. Da musste ich schmunzeln, weil ich habe das kommen hören, ich habe das kommen sehen. Und dir, lieber Kommentator, da muss ich sagen, nein, du hast absolut Unrecht. Ich bin jemand, der sich politisch nicht nach Regeln einstufen lässt. Ich mag kein extrem rechts, ich mag kein extrem links und die goldene Mitte, die existiert fast gar nicht mehr. Wofür ich politisch stehe, Gerechtigkeit, Fairness und auch ein bisschen ein Wir-Gefühl. Und wenn ich hier auf meiner Jacke eine Deutschlandfahne habe, dann heißt das nicht, dass ich extrem rechts bin. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin einfach nur stolz darauf, Deutscher zu sein. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin deutsch aufgezogen worden und hurra, die Gams, was kostet die Welt? Einfach nur schön. Ja, einfach nur schön. Ich habe euch mal die Story erzählt, ich war im Jemen, das war 2010, 2014. Wenn ich dort erzählt habe, dass ich Deutscher bin, da hatte ich sofort eine Jemenitenschar um mich herum. Die haben mir alle auf die Schulter geklopft. Oh, Deutsch, geil, gute Werte, mögen wir. Der Zug ist leider ein bisschen abgefahren. Wenn ich nämlich heute in den Jemen fahren würde und dort sage, ich bin Deutscher, ich glaube, da hätte es nicht so einen tiefen Impact wie damals noch 2010. Und wenn ich vor ein paar Tagen noch gesagt habe, ja, das Wir-Gefühl müssen wir wieder stärken bei uns in Deutschland. Zunächst mal an uns und unsere Belange denken. Ich glaube, das ist nicht falsch. Und das ist auch nicht irgendwie recht. Nee. Falsch hingegen ist, wenn wir in unserem Land Minister haben oder Prinzen, Prinzessinnen und Könige, die die Ansicht vertreten, dass andere Länder Vorrang haben vor unseren eigenen Belangen. Und das ist schade. Das trägt leider auch dazu bei, dass im Augenblick das Ansehen der Deutschen irgendwo, das ist so verpufft. Das ist verpufft im Nix. Geh heute mal irgendwo hin und sag, bist Deutscher, bist du unten durch. 17,5 Jahre in der Fremdenlegion. Und meine Freunde dort in der Legion, meine Kameraden, na, die kamen aus 140 verschiedenen Ländern. Da waren alle Religionen dabei, da waren alle Farben dabei, da waren alle Gedankengüter dabei, da waren alle Ideen und Ideologien dabei, ja, da hast du alles gefunden. Da waren Menschen, die waren schwarz, da waren Menschen, die waren braun, da waren Menschen, die waren gelb, da waren Menschen, die sind weiß gewesen, da hast du wirklich alles gefunden. Und das war einfach nur eine Erfolgsgeschichte. Das war und das ist eine Erfolgsgeschichte. Das alles unter einen Hut zu bringen, wenn du da rechts bist, das funktioniert nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich bin unwahrscheinlich tolerant und ich öffne mich auch der Meinungen und Ansichten anderer Menschen. Ich akzeptiere alles und jeden. Und ein Fremdenlegionär, dessen Kameraden aus 140 verschiedenen Nationen, Rassen und Religionen kommen, vorzuwerfen, er wäre rechts, das grenzt an Dummheit oder an No Reflection, an Nicht-Nachdenken. Also wir Fremdenlegionäre sind weit davon entfernt, rechts zu sein oder rechts zu denken. Nein. Ausnahmen bestätigen wie immer mal die Regel. Aber heute wollte ich auch nochmal über die verschiedenen Integrationsmodelle reden mit euch. Und da fällt mir ein Mann ein Schweizer, ein guter Freund, der mich vor 7, 8, na, vor 19 Jahren besucht hat. Und zwar hatte der eine Idee, der wollte eine Verfilmung machen von dem Roman von Friedrich Glauser, Gurama. Ich habe den Mann zur Legion gebracht. Wir haben mit dem Comlé gesprochen, lange mit dem Comlé gesprochen. Comlé ist der Kommandant oder der General, der die Fremdenlegion unter seinem Befehl hat. Wir haben das Projekt vorgestellt. Finalement hat das Projekt nicht hingehauen, das hat nicht geklappt, weil in dem Buch von Klauser eine kleine Phrase drin war, die eben dem Comlé nicht gefallen hat. Und die konnte man auch nicht weglassen. Und wir wollten damals auch gleichzeitig ein Jugendcamp aufziehen in Marokko. Ein Jugendcamp. Und das hat alles mit Integration zu tun. Was wir vorhatten, war folgendes: Wir wollten junge Männer aus verschiedenen, wirklich verschiedenen Camps miteinander vereinen oder zusammenbringen. In einem Camp in Marokko. Da hätten wir zunächst mal die Jugend genommen aus Frankreich. Also Français de souche. Wirklich erst reine Franzosen. Auch solche oder vor allem solche, die ein bisschen rechts angehaucht waren. Typ Jean-Marie Le Pen oder Front National oder Rassemblement National und so weiter. Ich spare mir den Rest. Hat er seine Tochter später übernommen, ja, die Tochter von Jean-Marie Le Pen. Einerseits eben diese Jugend, die wirklich rechts denkt, die auch teilweise wirklich radikal ist. Auf der anderen Seite wollten wir Franzosen nehmen, die aber einen Migrationshintergrund haben. Zum Beispiel Nachfahren der Tirer Senegalais. Mit Tirer Senegalais meine ich die Menschen, die irgendwann mal für Frankreich gekämpft haben, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Indochina-Krieg, also vorwiegend Afrikaner.
die sich dann irgendwann mal in Frankreich niedergelassen haben und wo jetzt die dritte Generation hervorgeht, diese Jugend. Und dann wollten wir noch die Harkis nehmen oder die Nachfahren der Harkis. Harkis, das waren eben diese Algerier, die auch auf Frankreichs Seite gekämpft haben und die Algerien verlassen mussten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Nachfahren der Tira Senegalais und der Harkis ein Camp bilden. Das heißt, Migration, Immigranten, Français auf dem Papier, also Franzosen auf dem Papier, aber leider nicht richtig integriert. Und dann das andere Camp, diese Rechtsradikalen aus Frankreich, Jean-Marie Le Pen, und ich erspare mir den Rest. Wir hätten 20 von dem einen Camp und 20 von dem anderen Camp gewählt. Altersspanne zwischen 15 und 21 Jahre. Und dann hätten wir das Programm durchgezogen in Marokko. 4 Wochen lang hätten diese beiden Camps zusammengelebt oder zusammenleben müssen. Gemeinsame Pflichtaufgaben, Kommunikation, Austausch. Warum, wieso, weshalb? Wie fühlt es sich an, wenn ihr an diese politischen Hintergründe denkt? An diesen und jenen Krieg? Wie fühlt es sich für dich Rechter, für dich aus dem rechten Camp an, wenn du mich siehst, der ja algerische Wurzeln hat? Und umgekehrt. Und den beiden Camps, den wollten wir verklickern. Das ist eben ein Frühstück, das man sich erarbeiten muss. Früh raus um 5.30 Uhr, aufstehen, schon mal die Tricolore hissen, das heißt Fahnenappell, ja. Wo sie beide Camps stehen, sich da gegenüber. Ja, da geht die Tricolore hoch, da müssen sie grüßen. Schon ein bisschen, nicht paramilitärisch, aber schon ein bisschen stolz sein auf das Land, in dem man gemeinsam lebt. Danach geht rüber, die einen zum Kartoffelschälen, die anderen zum Wasser kochen, die anderen zum Kaffee machen, die anderen zum Croissant holen oder backen, um denen dann auch mal zu sagen, hey, ein gemeinsames Frühstück, das wir uns erwirtschaftet haben, together, und dass wir doch alle gleich sind. Und dass man auch mal mit Missverständnissen der Geschichte aufräumt. Und auch mit den Fehlern, die ihre Väter begangen haben. Und wenn wir dann gesehen hätten, beim morgendlichen Sport, ja, beim Joggen durch die Wüste, dass einer oder zwei hinten dran bleiben, weil sie nicht mehr können, und dann jemand anders aus dem gegensätzlichen Camp stehen bleibt, zurückschaut und sagt, hey, da laufen Leute, die schaffen es nicht, komm, lasst uns zurückgehen. Das ist doch hurra, die ganze, was kostet die Welt. Das ist doch großartig. Das ist exzeptionell. Das ist geil. Das ist Zusammenhalt. Das ist affengeil. Da siehst du den jungen Rechtsradikalen, Typ Jean-Marie Le Pen oder Front National, der bleibt plötzlich stehen, ja, ist total in Schweiß gebadet, dreht sich um und sieht da den Algerier-Franzosen, der schlapp macht, und da sagt sich der, hey, ich hol den, der gehört dazu, wir gehören alle zusammen. Und dann rennt er los, holt den Kameraden und bringt ihn nach vorne. Und dann erreichen alle gleichzeitig das Ziel. Das ist Integration. Das ist ein Modell, das haut rein wie eine Granate. Wie eine Haubitze 155. Und dann hat man noch bei uns den Salim Bouali. Salim Bouali ist in Algerien. Der war bei der Legion, der war lange Zeit bei der Legion. Er war Kaporalchef mit finalen Dienstgrad. Das ist Hauptgefreiter. Der Salim Bouali kommt aus Marseille. Und als er die Legion verlassen hat, dann ist er rein in die Cité, in die Banlieue, in die Ghettos. Dort hat er die Hardcore-Jungs rausgeholt. Die, die keine Perspektiven im Leben finden, die auf die schlechte Bahn geraten, auf die schiefe Bahn geraten, die kleinen Kriminellen, ja, 16, 17, 18 Jahre. Die hat er dort rausgeholt aus den Banlieues, aus den City, aus den Ghettos, ist mit denen zur Fremdenlegion, hat dort mit denen ein Camp aufgebaut, ähnlich wie ich gerade berichtet habe von dem, was wir vorhatten in Marokko. Und siehe da, die Jungs, die haben plötzlich wieder Perspektiven gehabt, wieder Lust am Leben. Verstand, dass wir plötzlich wieder im Vordergrund, nicht ich um meine kleinen Belange, ich Egoist, negativ. Dann haben die gesehen, dass es nur miteinander geht. Solche Dinger, das sind wahnsinnig geile Projekte. Die müsste es überall geben. Vorzeigemodelle, die zeigen sollen, dass nur ein Miteinander möglich ist und dass wir alle die gemeinsame Zukunft suchen sollten und nicht unbedingt immer zurückblicken. Natürlich sollte man sich der Geschichte erinnern. Man sollte aus der Geschichte aber nur das Gute mitnehmen, um dann gemeinsam eine neue, saubere, geile Zukunft zu gestalten. That's it. Und wenn dann der Sohn vom Harki oder der Enkel vom Harki in Marokko, mitten in der Wüste, an einem Tisch hockt, im Feldcamp, und er isst ein Rindersteak, und das schmeckt ihm, und er sagt, geil, das ist ein geiles Essen, wer hat denn das gemacht? Und die anderen sagen ihm, ja, heute waren die Rechtsradikalen dran, die aus Frankreich, die Français de Souche, weißt schon, Jean-Marie Le Pen. Und wenn der Harki dann aufsteht, hingeht und sagt, hey, hast du geil gemacht, super, hätte ich dir nicht zugetraut, dann ist das ein Erfolg, dann ist das ein Sieg für die Menschheit. Und so geht der Weg. This is the way, show me the way, Peter Frampton. So geht's. Aussöhnung, ein bisschen Demut, ein bisschen Fairness, Zusammenhalten, unwahrscheinlich viel Respekt und Toleranz. Das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Immer, überall. Und nein, Gast ist nicht rechts, weder rechts, noch links, noch Mitte. Eine Mitte gibt's nicht mehr, rechts, wenn es extrem ist, mag ich nicht, links, wenn es extrem ist, genauso wenig. Nein, ich gehe meinen Weg. Und der führt über Fairness, Gerechtigkeit, gleiche Chancen für alle.